Spirituell Leben heißt, sich auszurichten auf die Erfahrung des Göttlichen. Spirituell Leben heißt, davon auszugehen, es gibt eine göttliche Wirklichkeit. Spirituell Leben heißt, davon auszugehen, du kannst die Erleuchtung erlangen. Spirituell Leben heißt, du übst jeden Tag spirituelle Praktiken, du führst ein ethisches Leben, du lebst ein reines, ein sattwiges Leben, du suchst die spirituelle Gemeinschaft mit anderen spirituellen Suchenden und du willst anderen Gutes tun und dienen. Du stellst sehr weniger die Frage, was will ich, was brauche ich? Du stellst mehr die Frage, was will Gott von mir? Wie kann ich anderen helfen und anderen dienen? Um spirituell leben zu lernen, ist es wichtig, letztlich Kurse, Seminare besuchen, um zu lernen, wie du spirituell leben kannst. Wenn du zum Beispiel zu Yoga Vidya, zu Yoga Ferienseminaren, zur Yogalehrerausbildung, zum Yoga und Meditation Einführungswochenende kommst, dort lernst du, was es heißt, spirituell zu leben. Und wenn du als spiritueller Aspirant begonnen hast, ist es immer wieder gut, in deiner Tradition neue, letztlich Informationen, neue Anregungen, neue Inspirationen zu bekommen. Besuche also regelmäßig spirituelle Seminare und setze dann das um, was du gelernt hast, als spirituelles Leben.